in der österreichischen Wirtschaft. Wir sind ganz großer Arbeitgeber und die Aufgabe des Handelsverbandes ist es, die Interessen der Handelsbetriebe in Österreich entsprechend zu vertreten und auch hier entsprechend Lobbying zu betreiben. Und das ist eine ganz tolle Initiative und ich möchte mich bei unserem Geschäftsführer, der seit relativ kurzer Zeit den Handelsverband hier leitet, möchte ich mich bedanken für die Initiative, die von ihm und von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgegangen ist, nämlich Kultur und Kunst in die Ehrenhallen des Handelsverbandes zu bekommen. Wenn Sie sich normalerweise so Lobbying-Institutionen ansehen, so erstickt man von Staub und Altertum und man glaubt eigentlich in die Vergangenheit zurückgeführt worden zu sein. Aber diese Initiative soll genau das bewirken. Wir im Handel stehen ganz nahe beim Kunden und wir versuchen einfach nach vorne zu schauen. Und aus diesem Grunde finde ich diese Initiative, Herr Dr. Mumelka, wirklich besonders bemerkenswert und möchte mich ganz herzlich dafür auch bedanken. In unserem Museum, im Esselmuseum in Klosterneuburg gehabt haben, wo Dr. Mummel da zu mir gekommen ist und mir diese Initiative, diese Idee